Teil 2 eines Videos über Scheinheiligkeit. In dem Video geht es speziell um Gutmenschen und was ich darunter verstehe. Teil 1 findet ihr am besten, wenn ihr auf Google, nicht auf YouTube selbst, sondern auf Google. Warum sage ich das? Ihr seid vielleicht besser am Computer als ich, aber ich finde interessanterweise meine Videos am leichtesten, wenn ich nicht in der Suchmaschine von YouTube suche, sondern in der Suchmaschine von Google. Wenn ich da eingebe, scheinheilig, YouTube, Wilfried Liebe, Reinhard Steinbrecher, 2024, 0714, dann habe ich die größte Chance, die Videos zu finden, die zu dieser kleinen Miniserie gehören, über Scheinheiligkeit. Teil 2, am Ende von Teil 1 bin ich schon ein bisschen drauf zu sprechen gekommen und ich will das jetzt auch abkürzen. Meine persönliche Definition: ich will euch nicht überreden, die zu übernehmen. Im Internet findet ihr sicherlich andere Definitionen, unter Wikipedia oder sonst irgendwo. Nein, das ist nur meine und ich erzähle sie nicht, damit ihr sie übernimmt, sondern damit ihr mich versteht. Da werde ich nämlich oft falsch verstanden, weil ich irgendetwas erkläre und irgendjemand meint, der will mir da was aufschwatzen. Das ist ja der große Unterschied zwischen mir und den Kassemachern auf YouTube. Ich verdiene keinen Pfennig an dem, was ich hier mache. Weder auf YouTube noch über irgendwelche Bücher. Kann vielleicht noch kommen. Ein Buch. Aber vorläufig ist das alles ehrenamtlich. Oder sind wir ehrlich, es ist mein persönliches Vergnügen. Tischtennis geht nicht mehr so, wie ich es will. Meine zweite große Leidenschaft, jeder, der mich kennt, weiß es, ist labern, 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 labern. Und dann labern wir halt jetzt beim Missionär. Und haben schon wieder das Thema vergessen. Also ich erkläre manche Begriffe nicht, weil ich sie euch aufschwatzen will. Ihr sollt weiterhin euren oder dürft gerne. Ich kann euch ja nicht vorschreiben, was ihr macht. Kann also auch nicht sagen, ihr sollt. Ihr dürft gerne euren Sprachgebrauch beibehalten. Ich wünsche mir nur, dass ihr meine Sprache versteht. Die ist offensichtlich, obwohl ich es versuche, so klar und deutlich zu machen, deswegen wird es auch immer so lang, weil komplizierte Dinge kann man nicht mit drei Worten erklären. Das nervt mich immer so an Facebook. Das sind die heißesten Themen der Welt. Da haben große Geister reihenweise Bücher geschrieben, aber Hugo Schneckenschiss aus Pasing erklärt das, was Albert Einstein und Sokrates geschrieben haben, in zwei Worten. Alles Blödsinn. Alles Scheiße. Du spinnst doch. Dann waren es drei Worte. Aber das reicht nicht. So, also. Aber auch schon oft genug darüber gesprochen, dass wir uns oft nicht verstehen, dass wir oft aneinander vorbeireden, weil wir unter ganz bestimmten Sätzen, die wir sagen, etwas völlig Unterschiedliches verstehen. Ich nehme jetzt das Beispiel Gutmensch und dann sind wir endlich beim Thema. Guter Mensch ist für mich jemand, der sich bemüht, Gutes zu tun. Und das Bemühen ist dann schon was. Wenn es dann nicht klappt, naja, dann klappt es halt nicht. Hauptsache, er hat sich bemüht. Gutmensch ist für mich, wie gesagt, nur ganz persönlich für mich. Man kann mal drüber nachdenken, ob man unter den Leuten, die man für echte, wahre, gute Menschen hält, nicht auch so einer ist, wie ich ihn jetzt schildere. Ein guter Mensch geht
davon aus, dass Freiheit das höchste Gut ist, das der Mensch haben kann und dass deswegen jeder Mensch Freiheit haben sollte. Er geht damit das Risiko ein, dass Menschen, die nicht mit ihrer eigenen Freiheit umgehen können, sagt er nur das Beispiel Rauchen, Trinken, Glücksspiele, und das ging endlos weiter. Wir brauchen diese Freiheit unbedingt, weil der Mensch muss frei sein. Warum muss er frei sein? Weil das allergrößte Übel haben wir über Jahrhunderte und Jahrtausende dadurch erlebt, dass immer wieder unsere Freiheit bestialisch eingeschränkt wurde. Ja, das ist doch richtig. Aber wenn die einen übertreiben im Freiheit einschränken, dann müssen wir doch nicht übertreiben im allen Freiheit geben. Auch wenn das diesen Menschen am Ende dann schadet. Wenn das dem einen Lungenkrebs einbringt, wie meiner Zwillingsschwester, und sie trotzdem weiter raucht. Wenn das dem anderen eine Alkoholsucht einbringt. Und da können wir uns dann nicht darauf zurückziehen, dass wir sagen, das ist seine Freiheit, soll halt saufen, seine Freiheit, jedem seine Freiheit. Nein, wir sind nicht alleine auf der Welt. Alle 3 Tage stirbt eine völlig unschuldige Frau, weil ein Mann sie umbringt. Und man kann sich in etwa ausdenken, wie oft da Alkohol im Spiel ist. Und es ist nicht nur die Frau, es sind die Kinder, die darunter leiden. Und zwar, wie ich von mir selber weiß, teilweise ein Leben lang. Gut, mein Vater hat nicht getrunken, der hatte andere Probleme. Aber das Grundproblem, das ich mit ihm hatte, waren Schläge, heftige Schläge, sehr heftige Schläge. Und das habe ich ja mit einem schlagenden Alkoholiker gemeinsam. Also, mein Vater hatte es mit ihm gemeinsam. Obwohl mein Vater ansonsten ein liebevoller Mann war, aber er musste halt schlagen. War damals halt so, hat er nicht drüber nachgedacht. Hat man keinen Gutmenschen an seine Seite gestellt, der ihn gebremst hat. Also lieber Gutmensch, was ist denn nun wirklich gut? Ich sag dir ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt einen Menschen kennengelernt, der ist 19 Jahre. Und er könnte bei seiner Mutter leben, nehme ich an, die ihn, nehme ich an, sehr liebt. Aber er will nicht bei ihr leben. Warum? Weil sie unter Liebe versteht, dass sie ihm ab und zu mal sagt, du, das, was du da machst, ist nicht gut und das, was du da nicht machst, solltest du langsam in Angriff nehmen. Das ist Liebe. Zu sagen, ist sein Leben, muss er entscheiden, das ist Gutmenschentum. Die Freiheit, Fehler machen zu dürfen und das traurige Schicksal, dass die Gutmenschen sagen, wir müssen uns daraus halten. Es ist sein Leben. Er entscheidet selbst. Noch dazu, wo wir genau wissen, niemand entscheidet selbst. Es ist immer eine Frage seiner Gene und seiner Sozialisation und wie funktionstüchtig sein Hirn ist. Inklusive aller technischen Probleme, die Gehirne so gelegentlich haben. Defekte von der nicht ganz so ausgebildeten Intelligenz bis hin zur totalen Unzurechnungsfähigkeit. Alles mit drin, alle möglichen psychischen Krankheiten mit drin, alle möglichen Größenwahnsinn mit drin. Alle schillernden Farben.
Jedes Gehirn dieser Welt ist individuell, entscheidet individuell. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit aller Gehirne eher nicht ganz so erfolgreich ticken, ist ziemlich hoch. Da mache ich wieder meine beliebten Beispiele vom Sport. Da gibt es halt nur einen Weltmeister, einen Olympiasieger, einen Europameister, einen deutschen Meister, einen bayerischen Meister. Und dann gibt es halt 50, 60, 70, 80 Prozent Pech gehabt. Pech gehabt, du bist einzig und allein dazu da, den wenigen vom Schicksal bevorzugten Topspielern die Bühne zu bieten. Du bist der, den sie brauchen, um zu zeigen, wie viel besser sie sind gegenüber den weniger Talentierten. Und das ist wirklich ein wichtiges Beispiel, um ein bisschen die Größenverhältnisse rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob es da verlässliche Zahlen gibt in der Sozialforschung, aber es ist mehr als 50%. Mehr als 50% sind nicht in der Lage zu checken, worum es geht. Oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn ich irgendein Problem habe, dann möchte ich einen Menschen haben, der kompetent ist. Und ich wünsche mir dann, dass der mehr weiß und mehr kann als ich, weil sonst brauche ich doch gar nicht zu ihm hin. Ich brauche nicht zu einem Arzt, wenn ich wüsste, ich kann das selber. Ich brauche nicht zu einem Tischtennistrainer, wenn ich wüsste, das kann ich selber. Ich brauche nicht googeln nach Wissen und Wissen und Wissen und ich google viel. Wenn mir nicht klar wäre, die wissen doch alle nichts. Ich bin doch der, der es weiß. Ich bin der Visionär. Ich bin's halt nicht. Und selbst wenn, gilt immer noch die oberste Regel, eine Zweitmeinung einholen. Vor allen Dingen, wenn ihr meine Videos schaut, immer eine Zweit-, Dritt-, Viertmeinung einholen. Denn meins ist immer nur der Kick. Oder könnte eventuell mit viel Glück wenigstens ein Kick sein. Eigentlich hoffe ich und wünsche mir sehr, dass ihr schon längst über meine bescheidenen Hobbyphilosophien hinausgewachsen seid. Und ich euch dringend kennenlernen muss, damit ich von euch lerne. Ich muss von euch lernen. So ist das.